Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 3. Ich bin jetzt von Netzwerk Gaming Bros. Und ja, wie ihr seht, das erste bzw. das zweite Mal nach dem intro-mäßigen Teil des Spiels seht ihr den Titelbildschirm. Und zwar, das hat folgenden Grund, kurz zur Erklärung. Wenn ich jetzt nämlich auf Start des Spiels drücke, kommt direkt ein Cinema, ja, also ein kleines Filmchen, ja. Warum das so ist, ganz einfach, ich hatte die letzte Folge das Problem gehabt, dass ich da diese Handelsgeschichte da machen sollte und habe das nicht so ganz gecheckt, weil ich wollte eigentlich schon aus diesem Handelsmenü wieder raus, deswegen haben Escape und so weiter und Return, Backspace-Taste nicht funktioniert. Und eigentlich hätte ich nur als Return drücken müssen, also Enter, und dann wären wir dort alle gemeinsam gelandet. Jetzt fehlen da ungefähr spielzeittechnisch vielleicht 5 Sekunden. Aber ich habe da halt rumprobiert. Und dann habe ich halt irgendwann einfach nur noch Return gedrückt, weil es hat nichts anderes funktioniert, außer halt Enter, ja. Und das war halt dann, irgendwann kam dann auf einmal diese Cinema und also dieses Filmchen. Und ich denke mir so, okay, alles, ich habe das auch alles nicht so richtig gelesen und so, aber hey, egal. Soll uns nicht stören. Wir hauen uns jetzt mal diese kleine Spielszene da, diese Videoszene da im Kopf und in den Kopf und um den Kopf rum, sowieso immer. Und denkt einfach, es wäre nie passiert. Alles ist eine Illusion. Wir leben in einer Matrix. Wäre echt cool, wenn es so wäre, denn dann wäre vieles leichter. So, es geht los. Ne? Nämlich jetzt. Irgendwann sollte eigentlich dieser Bildschirm, also dieser Film beginnen. Genau jetzt oder auch jetzt? Ich weiß nicht, ja. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen. Ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld. Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten. Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Ich finde ja, der sieht aus so wie vorher. Also wie vor, für euch. Vor einer Folge. Für mich wie gestern. Ja, gestern. Und ich finde es ja unglaublich, dass das Schiff schon fertig ist. Hier ist alles herangedeiht und gewachsen und, ne, wie man so sagt. Und ich habe davon gar nichts mitbekommen. Das ist einfach eine Sequenz weiter. Yay, ne, hier hast du, bitteschön, sei froh. Finde ich ein bisschen schade, dass man so dieses ganze Training und die ganzen Geschichten nicht machen muss. Aber man kann ja leider nicht alles haben im Leben. Dory will alles haben. Da ist ein Minispiel, das ist natürlich wie immer nichts für uns. Das ist die Hauptmission, das sind die Dogs. Und da ist noch ein Minispiel. Was war das gewesen? Ach, das ist allgemein das Herrenhaus. Das ist unser nächstes Ziel. So, bei dieser Gelegenheit... Na, da vorne unter Umständen. Probiere ich das jetzt einfach mal aus. Einfach mal hier so durch den Busch, das müsste ungefähr passen. Yay! Oh. Okay, das Spiel hat gesagt nein. Oder Leertaste? Yeah! Wuhuhuhu! Ja, halt die. Das war ein Gute. Also, wenn der aufgenommen worden wäre, wäre der Nummer 1 bei YouTube auf jeden Fall. Für einen Monat. Oder zwei. Ja, was haben wir denn das letzte Mal so gemacht? Also was haben wir gestern? Für mich gestern, für euch, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ein paar Tage danach, oder falls ihr das jemals gucken solltet. Falls nicht, dann niemals. Ist alles nie passiert. Ich sag ja, Matrix. Ja, wir haben jetzt hier anscheinend das Boot fertiggestellt, wo wir sozusagen eigentlich gar nichts zu tun hatten. Wie gesagt, schade. So ein bisschen Leinenstoff, ein paar Seile und sowas hätte man ja irgendwie besorgen können. Aber nicht nur das, nein, es ist ein ganzer Hafen gebaut, also ein ganzer Dock gebaut worden. Das ist ja echt der Hammer. So, da sind wir auch schon. Aha, schon. Jump hier so ein bisschen rum.
Und machen wir directly weiter mit der Hauptmission, damit es mal hier vorangeht. Ne? Aha. So, so. Also da oben ist auf jeden Fall Boston. Das ist das Herrenhaus. Da ist Boston. Da ist die nächste Mission. Die harte Tour, aha. Ach, das ist Grenzland, alles klar. Muss ich mir mal merken. Starten wir mal die nächste Mission, ne? Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche! Nein, 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 nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei! Schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir. Holt das Graussegelein ab in die Wanten! Und nicht einschlafen! Na los, Männer! Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt! Sehr interessant, dass wir als Indianer jetzt noch voll der Matrose werden. Aber hey, es gibt ja nichts, was nicht gibt, auf jeden Fall. Ne? So ist das hier in Chinatown bei uns. In Chinatown ist das so. Ja. Ach, die Ladesequenzen, immer wieder schön. Ostküste, 1773. Ja, Boston liegt auch an der Ostküste. Oh Mann. Wo hat der denn die ganzen Leute her? Oder sind das schon die Angeheuerten? Na los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Jo, auf geht's. Zum Ruder gehen und E drücken, jawohl. Na komm, mach schon, sie beißt nicht. Also, bis sie gerade ausfahren, kriegen wir schon hin, oder? Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Sie wartet. Rufst du halbes Segel, springen die Männer und sie wird schneller. Okay, alles klar. Das, die Minimap hat sich gerade verändert mit diesem grünen Pfeil. Ich glaube, das ist die Richtung, wo wir hin sollen. Mach schon, Bursche. Halbes Segel. Jawohl, jetzt geht's ab. Aha, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Okay. Setze Kurs auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Jawohl, wie das Ding abgeht. Sie ist ein mächtiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. Los, voll! Alle setzen! Ja, alle voll. Segel! Oha, das Ding geht ja vorne hoch hier. Heidewitzke. Der Wind dreht sich bald. Bleib achtsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Ach, das ist der Wind. Ah, das Grüne ist der Wind. Alles klar. Weniger Knoten. Halbes Segel. Ah, okay. Wuhu. Oha. Oha. Kein Segel. Anhalten. Kein Segel. Kalt segeln. Alles klar. Okay. Halbes Segel. Halbes Segel, Männer! Also, das ist echt gar nicht so easy, wie es eigentlich aussieht. Mich irritiert auch extrem, dass der da vorne so an dem Lenkrad, also an dem Ruder da so rumschraubt. Okay, aber das sieht gut aus. Das sieht das. Oh, was ist das? Wieso ist da noch anderes Schiff? Jetzt! Bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Okay. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Ah, ich fahr einfach mal dem... Wenn du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Ich fahr einfach mal dem anderen Schiff da hinterher. Das sieht ja aus, als... Also der Captain sieht aus, als hätte der da Ahnung, was er da mischt. Was ist denn hier los? Voll der Fahrverkehr hier. Da ist ein Schiff, vor uns ist ein Schiff, da hinten kommt noch ein Schiff angewuchert. Respekt, dass sie sowas wieder Kontrolle hatten. Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten.
Gebt mir alles! Volles Segel! Jawohl, jetzt Vollgas hier. Jetzt hacken wir hier links vorbei und überholen den einfach mal ganz dreist. Wir haben gerade gut Rückenwind. Ach, ich glaube, der hat auch gerade ne, volle Fahrt aufgenommen. Ja, wie der da um die Kurven rumhackt. Seht ihr das? Unglaublich. Ah, ja, Musik laufen die Jungs. So, das ist bei uns. Ich weiß nicht. Es geht hinter uns ab. Aha, aha. Oh, da ist auf jeden Fall einer nicht so gut gewesen wie ich. Kreuzwinde! Halbes Segel! Bremst auf halbes Segel! Setzt halbes Segel! Halbes Zeug setzen! Ja, die Kreuzwinde und so, das ist gar nicht so lustig. Volles Segel! Gebt alles, Männer! Aber wieder Rückenwind. Ich war ja so, also auf dem Wasser war ich schon mal gewesen, auch mit einem Segelboot, aber ich habe mich da noch nie so für begeistern können mit dem so Segelboot, so von wegen, wie das Ganze funktioniert, das ganze System dahinter. Das ist echt interessant, so. Cool. Am Pier. What the fuck? Greift die Segel! Am Pier andocken. Ja, alles klar. Weißt du Bescheid. Und ich soll keinen Schaden nehmen als optionales Missionsziel. Oh, ich hätte es nicht sagen sollen. Oh je, das wird doch nichts. So ein bisschen rumlunsen ist auch ganz schön. Was sind wir eigentlich für eine Flagge? Aha. Das ist doch England. Die alte Das ist doch England. Naja, gut, okay. Das war, wer weiß, was hier abgeht. So. Kein Segel! Kein Segel! Kein. Aber die bleibt auch so fast. Weniger Fahrt, Segel streichern! Gib mir halbes Segel! Ach so, wow. An Land, Kanonen und Offiziere. Krass. Das war cool gewesen. Hat Spaß gemacht. Kann man echt nur empfehlen. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, hm? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir statten sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Alles klar. Wow, 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 wow. Fand ich cool. Ach so, wir übertreiben es ja nicht mit Kanonen, nein. Ach so, da hängt noch so eine kleine Kanone, habt ihr es gesehen? Geil. Ich habe gedacht, so Kanonen werden erst so ausgefahren, sage ich mal, wenn es abgeht. Aber hey, ich habe ja sowieso keine Ahnung von der Seefahrt. So. Jetzt geht's weiter mit der Seefahrt. Eine Seefahrt, die ist nicht eine Seefahrt, die ist schön. Ich habe keine Ahnung, was ich hier sage. Party time! Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand, segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Nein, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Also das ist jetzt mein Schiff, oder was? Wenn ich das jetzt richtig verstehe.